Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge hier bei Batman Arkham Knight. Ja, ich meine, viele von euch Leute wissen ja natürlich, dass wir die Hauptstory schon längst durch haben und jetzt fragt ihr natürlich, hey, es geht weiter? Natürlich geht es weiter, denn wie versprochen werde ich euch alle DLCs der Arkham-Episoden noch zeigen. Es gibt insgesamt 6 Stück. Wir werden natürlich alle zusammen spielen. Natürlich jetzt nicht alle in einem Video, weil das würde dann extrem lang werden, das Video. Das möchte ich euch nicht mal antun. Nee. Wir gehen natürlich in der Reihenfolge und starten diesmal mit Harley Quinn-Geschichte. Und ja, mehr habe ich auch eigentlich auch nicht zu sagen. Ich persönlich freue mich schon auf die Arkham-Episoden, weil es gibt einige Teile, die sind sehr, sehr toll. Und einige Teile sind sehr, sehr leider kurz. Meistens sind die eh nur kurz. Aber vergessen wir das Ganze. Wir starten jetzt mit Harley Quinn Story Pack. So, bevor wir beginnen, lesen wir natürlich den unteren Abschnitt. Spiele zum ersten Mal in der Arkham-Serie als Harley Quinn und richte mit ihren einzigartigen Waffen, Ausrüstungen und Fähigkeiten Chaos und Verwüstung im Bloodhaven Police Department an. Alles klar, okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir sind nicht dafür ausgestattet, Poison Ivy einzusperren. Sie bleibt ja nur noch ein paar Stunden hier. Dann wird sie nach Blackgate verlegt. Klar, wenn sie vorher die Polizeiwache nicht zum Einsturz bringt. Okay, Donutfresser. Bringt ihr Ivy jetzt zu mir oder muss ich mich selbst auf den Weg machen? Wie ihr wollt. Okay, und jetzt beginnen wir dieses Kapitel mit Harley Quinn. Meine Fresse, ist das schon jetzt geil gemacht. Au, das tat weh. Natürlich. Also, ich liebe jetzt schon meinen Baseballschläger. Alles klar, befreie Poison Ivy aus der Polizeiwache von Bloodhaven. Ja, ihr merkt schon, wir spielen eine kleine Vorgeschichte. Natürlich, das Ganze spielt vor Arkham Knight. Wir wollen Poison Ivy befreien, weil Scarecrow für seinen Plan braucht. Und natürlich wissen wir alle, wie die Geschichte endet. Alles klar, sie hat jetzt quasi so ähnlich wie den Detektiv-Modus, nur das Ganze heißt Psycho-Modus und anstatt drei Gegner steht dort kleine Schweinchen. Geil gemacht. Und natürlich hat sie ihre eigene Gadgets. Sie hat einmal Schlingenfalle, Lachgas und Springteufel. Ich sollte aus dem Weg gehen. Was war das? Will uns da wer verarschen? Kommt das her? Überraschung! Ich muss schon sagen, beeindruckend, wie du dich fortgeschlagen hast. Ein Mädchen wie dich könnte ich gut gebrauchen. Kein Interesse. Oh, wie viel, Liebes. Was wirst du mich kosten? Sag's mir. Ich bin nicht käuflich, Pinguin. Für kein Geld der Welt. Vor allem nicht von Leuten, die meinen Pupi umbringen wollten. Dein Pupi sieht jetzt die Radieschen von unten, Quinn. Und ich kann dir einen Job geben. Also, was ist der Preis? Du könntest es dir nicht leisten. Außerdem bin ich nur einem treu. Das werden wir noch sehen.
solltest nicht so viel Aufsehen erregen. Geht nicht, Trottelpott. Leise gehört nicht zu meinem Vokabular. Okay. Ach du Scheiße. 12 Leute und alle bewaffnet. Okay, jetzt kommt natürlich die schwierigste Nummer hier. Ich meine, das Schwierigste an Harley ist, sie ist nicht leise. Also egal, ob wir gerne jemanden angreifen möchten, wir können das leider nicht lautlos machen, sondern... Ups, das ist schon sehr gefährlich. Pass auf, Quinn. Sagen wir $1 Million und du arbeitest für mich. Ich bin in festen Händen. In den Händen einer Leiche. Das ändert nichts. Aber ich liebe die Idee... dazu zu kommen, dass man Harley Quinn spielt und das richtig in den abgefuckten Modus hier. Selbst wenn man diesen Psychomodus einschaltet, dann hört man ihre verrückte Lache. Sie gehört nicht mal nach Blackgate. Sie gehört nach Melvin. Okay, das sieht gut aus. So, wo gehst du jetzt? Wo gehst du jetzt? Okay, er geht hier lang. So, habe ich dich. Nein, oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, jetzt bin ich wütend. Na, ah, so. Oh, ich hasse diese Weine. Na, warte. Ja. Und stirb. Für mein Mr. J. Und Lachgas und weg. Ja, also wenn man Metallisch spielt, dann muss man ein bisschen verrückt klingen. Denn das ist sie. Verrückt und hübsch. Okay. Da sind zwei. Ich würde gerne den hinteren angreifen, aber leider geht das nicht. Was war das denn gerade? Ah, nein, 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 ich bin noch nicht dumm. Aber ihr merkt schon, was man hier genau achten muss, wenn Harley nur so laut angreift. So, bitte dreh dich nicht um, Kumpel. Hihihihihi! Erwischt! Und weg. Weg, weg, weg. Oh, was ist das denn? Ach, das ist ein Hinweis. Ich kann auch hier lang. Okay, geil. Geil, geil, geil. Und... okay, der... ah, der... hier oben ist einer, der allein ist. Den schnapp ich mir. Nein, 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 nein. Und bye bye. Ich mach gut Gebrauch von meinem Dreck. Okay, die haben mich leider gesehen, wo ich gegangen bin. Oh, ich wünschte, ich hätte noch den Chaos-Modus. Der war so gerade geil. Überraschung. Hihihihihi. Ich will spielen! Oh, ich habe wieder den Chaos-Modus, okay. Okay, oh, oh, nee, 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 da hau ich lieber mal ab. So, oben ist noch einer. Hallöchen! Und tot wie ein Schwein. Nee, 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 ich hab mich verraten. Okay. Aber man sieht schon, Harley hat echt Spaß.
So, ich würde sagen... Ja! Für meinen Mr. J! Und zack! Und wo ist der letzte Schwein? Na hier! Hab ich dich! Und BAMS! Wenn ich du wäre, würde ich nachsehen, ob die Bullen-IP vielleicht im System haben. Das ist mir zu kryptisch! Geh einfach zum Computer und finde Ivy. Warum sagst du das denn nicht gleich? Sis. Also ganz ehrlich, Pinguin oder auch Couplepot ist sehr anstrengend. Ruth, sie ist im Keller. Lass uns das hier zu Ende bringen, bevor Scarecrow sauer wird. Das wollen wir beide nicht. Nein, wollen wir nicht. Ob Scarecrow dich rupfen würde? Wer weiß? Wer weiß? Aber sie ist echt ziemlich akrobatisch, das muss man ihr lassen. Noch mehr kleine Schweinchen. Na kommt her. Oh, oh, ich kann das hier machen. Das glaube ich eher nicht. Ja, ihr kriegt mal alle Krankenscheine. Oh Gott. What up? Pfui und Baba aus. Okay, müssen wir jetzt... Ah ja. Genau das hatte ich auch vor. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab den Lift blockiert. Hörst du, Quinn? Jetzt haben wir dich. Hier oben kann ich doch raus. Das glaube ich eher nicht, mein Freund. Hey Butterpot, was will Scarecrow eigentlich mit Pammy? Was tut das zur Sache? Wenn Scarecrow sagt, wir brauchen Ivy, um die fliegende Ratte zu töten, dann brauchen wir Ivy. Hey! Von einer fliegenden Ratte war nie die Rede. Was für eine Ratte überhaupt? Es ist Batman, der sterben soll. Den meinte ich, Harley. Den meinte ich. Okay, jetzt haben wir die gleiche Nummer, aber diesmal mit einer Pflanze? Ach, ist das geil. Wir können die Pflanzen verwenden. Das ist ziemlich geil. Überraschung! Der ist für dich, Mr. J! Du hast das Recht, die Aussage zu verweigern! Also das macht echt ziemlich Spaß. Überraschung, Miss Kerl. Träum süß. Ey, der ist ja noch wach. Der ist ja noch wach. Na warte. Ich schlag dir jetzt ein Home Run.
Okay. Ah, das ist der dritte. Na, Moment mal, ich warte mal. Ach, wisst ihr was? Glaubst du, sie war schon immer durchgeknallt? Oder ist sie... Nein! Na! Jetzt bin ich Ultra-Harley. Oder sollte ich sagen Psycho-Harley? Hier kommt Psycho-Harley. Das war aber sauknapp. Ich drücke irgendwie die ganze Zeit R2, weil ich denke, mit R2 kann man ran. Aber nee, mit X. Weil ich in den letzten Tagen Assassin's Creed gespielt habe. Quinn, beweg deinen Hintern. Meine Männer haben Nightwing draußen gesichtet. Und? Du willst weitere Komplikationen sicher vermeiden. Au contraire, Pinguin. Wie der Joker zu sagen pflegte, wenn es nicht kompliziert ist, macht es keinen Spaß. Ah ja? Ich weiß nicht mal, was ich dazu noch sagen soll. Ich weiß. Er war so tiefgründig. Okay, Nightwing? Er soll auch hier sein. Also man hat ihn gesehen. Und ey, wir haben Poison Ivy gefunden. Harley, du willst mich befreien? Wieder mal. Was heißt denn wieder mal? Ach ja, stimmt. Damals in Arkham Asylum. Jetzt erinnere ich mich. Okay, und jetzt müssen wir wieder mal Kopf hauen. Trille, trille. Kleines Schweinchen, Schweinchen. Oh, der Kampf gegen Nightwing. Jetzt hast du's geschafft. Ja, jetzt hast du Psycho-Harley herbeigerufen. Ja. Und dies. Und das. Oh, okay. Leider ist der Psycho-Modus... Na, das war eigentlich der Chaos-Modus. Aber Psycho-Modus hört sich besser an als Chaos-Modus. Ey, das ist gemein. Lass mich los. Pfoten weg von der Ware. Allerdings. Oh Mann, ey. Oh Gott. Der mit seinen Elektro-Dinger in... Nein! Okay, Nightwing könnte ein bisschen Probleme bereiten. Oh, weg da! Warum greift er mich? Ich war eigentlich Nightwing treffen, aber leider nur die Cops. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Für niemanden. Eigentlich damals für den Joker, aber er ist tot. Du bist aufdringlich, Nightwing. Ziemlich aufdringlich. Boah, das kann doch ja noch ein bisschen dauern. Aber gleich haben wir ihn. Ich hab Rechte. Hey, genau. Ich hab Rechte, du kleiner, mieser Bastard. Und wir haben ihn. Brauchst du Hilfe? Und bring sie raus. Da wartet ein Wagen auf euch. Scarecrow wird erfreut sein über unsere Arbeit. Unsere Arbeit? Entschuldige mal, Butterpot. Nur rumzulabern ist wohl kaum Arbeit. Du kleine Miese. Na na, sei lieb oder es gibt keine Ivy. Komm einfach zurück nach Gotham. Los, Pammy. Scarecrow möchte dich sprechen. Okay, und... Das war's leider. Das war Harley Quinn Story Pack. Ziemlich geil gemacht, ganz ehrlich. Ziemlich geil.
aber leider zu kurz, finde ich. Ich meine, man hat so tolle Ideen, man könnte wirklich viel weiter mit der Geschichte machen. Natürlich musste man jetzt nicht unbedingt vielleicht die Hintergrundgeschichte, wem wie Scarecrow seinen Plan, seinen bösen Plan plant. Aber egal, ich hatte echt Spaß gehabt. Die Idee war auch sehr, sehr toll. Vor allem Harley Quinn, Story Pack und ich finde allgemein die Geschichten mit Harley Quinn und mit dem Joker, das sind die richtigen gruseligsten Story-Geschichten aus der gesamten Batman-Reihe. Beziehungsweise mit der Batman-Arkham-Reihe. Ich weiß, Scarecrow soll auch noch gruseliger wirken, aber für mich kommt er nicht dran als Harley oder Joker. Tut mir leid, aber ich liebe einfach sein neues Design. Aber Harley und Joker sind schon einfach die besseren Gegner. Okay, das war's dann nun auch mit der Folge. Ich hoffe wenigstens, die Folge hat euch gefallen. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da für Harley. Und ja, und ich würde sagen, in der nächsten Folge legen wir dann mit dem nächsten Story Pack los. Und zwar ist es dann mit Red Hood. Der ist aber allerdings noch kürzer als Harley Quinn. Wie kurz, das wird ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Okay Leute, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Batman Arkham Knight. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.